meine Damen und Herren. Es ist erstaunlich, dass sich die Altparteien auf einmal kritisch zu den Brüsseler Bürokraten äußern. Sie haben den Antrag, keine Ausweitung des Anwendungsbereichs des EU-Transparenzregisters auf die Bundesländer, Kommunen sowie ihre Vertretungen eingebracht. Die Europäische Kommission plant derzeit eine Überarbeitung des bisher nicht verpflichtenden EU-Transparenzregisters. Ziel des Transparenzregisters ist die öffentlich einsehbare Erfassung derjenigen Interessenvertreter, die Einfluss auf die EU-Gesetzgebung nehmen wollen, Herr Kollege, ohne Teil Sie eine Zwischenfrage? Ohne Teil dieses Rechtssetzungsverfahrens zu sein. Jetzt soll ein verbindliches EU-Transparenzregister kommen, das ist prinzipiell nicht schlecht. Außerdem plant die Kommission eine Ausweitung des EU-Transparenzregisters auf regionale und lokale Behörden und ihre Vertretungen. Sprich, Bundesländer und Gemeinden werden zum Beispiel genauso behandelt wie Mercedes oder Greenpeace. Das zeigt eindeutig, wie in Brüssel gedacht wird. Das ganze Problem hat man sich aber selber eingehandelt. Die Misere begann mit den Maastricht-Verträgen. Hierzu wurde der Artikel 23 des Grundgesetzes, sogenannte Europa-Artikel, eingeführt. In diesem heißt es, der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrecht übertragen. Diesem Ermächtigungsgesetz hat damals auch der Bundesrat zugestimmt. Hätten die Bundesländer sich damals verweigert, müsste man sich heute keine Gedanken darüber machen, mit Mercedes oder Greenpeace gleichgestellt zu werden. Auch bei allen bisherigen Gangreihen auf EU-Ebene haben die Bundesländer und auch Brandenburg nur zugesehen und brav mitgestimmt. Sei es EU-Einführung, sogenannte EU-Verfassung oder Euro-Rettung. Die Länder haben immer brav genickt. Als ich dann in Ihrem Antrag Gesetze las, mit Nachdruck verweist der Landtag auf die in Artikel 4 Absatz 2 EU-Vertrag verankerte Pflicht der Union, die nationale Identität der Mitgliedstaaten zu achten. Dazu gehören die grundlegenden politischen, verfassungsmäßigen Strukturen der Mitgliedstaaten, einschließlich der für die Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz fest verankerten Strukturen der regionalen und lokalen Selbstverwaltung. Da kam mir fast schon das Lachen. Sie wollen, dass die EU die nationale Identität der Mitgliedstaaten achtet. Das tun sie doch selbst nicht. Vor allem achten sie nicht die eigene. Es ist skurril, wenn SPD und Linke sich gegenüber der EU als Verteidiger der regionalen und lokalen Selbstverwaltung aufspielen. Zwei Parteien, die gerade eine Kreisgebietsreform durchdrücken, die den Geist des demokratischen Zentralismus atmet. Wenn sie sich so verhalten, dann wundert es mich nicht, wenn sie dann wie Lobbyisten behandelt werden sollen. Wir werden dem Antrag trotzdem zustimmen, um ein Zeichen gegen die Brüsseler Bürokratie zu setzen.